Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Deutschen Filmmuseum zu der Premiere des Filmes Ernst May, eine Revolution des Großstädters. Und ich freue mich, dass wir auch mehrere Gäste da haben. Das ist zum einen Otto Schweizer, der Regisseur des Films, und dann der Vorstandsvorsitzende von der Ernst-May-Gesellschaft, Herr Herer, und Herr Reinsberg, auch von der Ernst-May-Gesellschaft, die auch nachher im Anschluss dann hier noch mit diskutieren werden. Herr Schweizer ist Regisseur, hat sich sehr viel mit Kunstthemen, Literatur beschäftigt, hat auch schon einige Beiträge oder kleinere Filme zu Ernst May gemacht. Und dieser Film heute Abend ist aber, denke ich, was ganz Besonderes, weil er sich eben auf Spuren begibt, die bisher eigentlich wenig bekannt sind. Vielleicht hier in Frankfurt noch am ehesten, aber ich denke, ansonsten ist das eher Neuland. Genau, nach seiner Frankfurter Zeit war Ernst May in den 30er Jahren in der Sowjetunion und anschließend in Ostafrika. Und genau, mehr werden wir dann im Film erfahren. Und jetzt gebe ich noch kurz an Herrn Schweizer. Danke, Frau Gikas, ja. Auch für die wunderbare Vorbereitung dieses Saales. Ja. Wir haben gesagt, wir fangen gleich an und reden nachher. Da kommen auch die beiden Herren, die sie genannt hat, nach vorne. Aber ich kann mich dann auch bei den Menschen bedanken, die mitgemacht haben. Filme macht man nicht allein. Aber die wollen wir nicht vorher aufzählen, die sind dann abspannen und dann sage ich es nochmal. Und die es gefördert haben, die Hessische Filmförderung, das sind eigentlich nur zwei Hessische Filmförderungen und Kuratorium Kulturelles Frankfurt, die haben finanziell unterstützt und die anderen werde ich nachher nennen. Was ich jetzt machen will, ist Sie zu begrüßen. Freut mich, dass Sie hier sind, ein schönes Publikum haben. Und ich will das Publikum auch ein bisschen warnen, denn Sie sind ein sehr untypisches Publikum, denn ich war jetzt gerade letzte Woche im europäischen Ausland und habe gemerkt, Ernst May ist total unbekannt. Auch Neu-Frankfurt ist total unbekannt, außer die Spezialisten, klar kennen das, aber und der Film soll auch für die sein. Vielleicht gibt es auch eine kleine Antwort im Film, warum der so unbekannt ist, trotz seiner meines Erachtens großen Bedeutung. Und die Warnung geht dahin, dass Sie das Neu-Frankfurt kennen und im Film ist Sowjetunion, Afrika und Frankfurt gleich verteilt. Ja. Und das andere ist absolut neu, ist wirklich noch nie gefilmt worden. Das sind die ersten Aufnahmen, die es davon überhaupt gibt. Und das andere, würden Sie denken, kennen Sie schon. Aber andererseits kann man sagen, das neue Frankfurt gibt es auch nicht. Es gibt ja nur Interpretation davon oder eine Sicht darauf. Und meine Idee war in diesem Film, das sind Architektur, die 80, 90 Jahre alt ist, dass man da einen Ton dazu tut, der auch so alt ist. Und deshalb ist Ernst May war Anfang überhaupt der einzige Kommentator für den Film. Das ging dann, gab es dann noch einige Lücken und dann gibt es noch Kommentarsätze von mir. Aber immer wie im ganzen Film durch redet Ernst May selbst in der Zeit, in der auch die historischen Sachen gebaut wurden. Und das ist eine Absicht, May selber sprechen zu lassen, als eine wesentliche Zusatzebene. Die andere war, Architektur wirklich mal im Architekturfilm zu zeigen. Ich kenne also nicht alle Architekturfilme, aber meistens ist nicht so viel Architektur in den Filmen wie bei mir. Ich wollte mir wirklich zeigen, kann man einen Film machen nur mit Häusern, die oder Stadtteilen, die ja weder sprechen noch handeln. Das ist ein sehr unfilmischer Gegenstand. Und ja, vielleicht, das ist jetzt meine große Frage heute, ob vielleicht doch gelingt, mit diesen aktionslosen Protagonisten eine interessante Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, bedanken an den Mitarbeitern tue ich mich nachher. Gerade im Abspann genannt, der Forscher von Afrika, Dr. Herl und unser Russisch sprechender und auch sonst immer. Ach so, ein Mikrofon, ich brauche nicht. Danke. Julius Reinsberg. Gibt es direkt Fragen aus dem Publikum? Sonst würde mich vielleicht noch mal ein bisschen was auch zu der ganzen Recherche interessieren, dass Sie vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie Sie, gut, es gibt ja die ganzen Schriften sozusagen von Ernst May, aber auch wie Sie dann die einzelnen Häuser oder so entdeckt haben, wie einfach oder schwierig das war, das würde mich noch mal interessieren vielleicht.
Ich kann ein paar Worte zu Afrika sagen. Afrika zu entdecken, beziehungsweise die Überbleibsel von Ernst Mays Planungen, war nicht ganz einfach. Ich habe das schon vor über einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten genauer gesagt getan. Und jetzt für den Film haben wir sie wiederentdeckt. Seitdem, ich war 20 Jahre in der Zwischenzeit nicht in Afrika gewesen, hatte sich sehr viel verändert. Es war nicht einfach, die Objekte, insbesondere das Farmhaus, wiederzufinden. Es gibt in Afrika keine Straßennamen, es gibt auch keine Hausnummern. Insofern muss man sich teilweise durchfragen, was nicht einfach ist, weil die Afrikaner gar kein Verständnis haben von der Architektur. Für die ist also ein Steinhaus ist ein Steinhaus und die machen da gar keine Unterschiede. Ja, aber umso spannender ist das natürlich, dort auf den Spuren Mays zu wandeln. Man lernt ganz viele interessante Menschen kennen und kommt in Situationen, die man sich nicht so ohne weiteres vorstellen kann. Also das haben Sie in dem Film jetzt auch nicht so gesehen, das ist auch gut so. Aber es war manchmal schon etwas brenzlig, insbesondere in Kenia. Wir haben ja 2013 im Herbst 2013 in Kenia gefilmt. Da war gerade wenige Wochen oder Monat vielleicht dieses Attentat in Nairobi passiert von einem Einkaufszentrum. Also die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr verschärft und was unsere Aufnahmen natürlich nicht gerade vereinfacht hat. Die einzige Drehgenehmigung, die wir hatten, war eigentlich in Uganda, also in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Die hatte uns die deutsche Botschaft besorgt. In den anderen Ländern wäre es gar nicht möglich gewesen, überhaupt eine Drehgenehmigung zu bekommen. Die Aufnahmen sind also so teilweise mit der Handkamera auch entstanden, unter, ich will jetzt nicht übertreiben, Einsatz des Lebens, aber es war manchmal schon recht brenzlig. Wir haben uns um den Otto sehr gesorgt. Also es war schon so, dass ein Maschinengewehr auf ihn gerichtet war und wir das nur am Rande. Aber ich denke, die Aufnahmen sprechen für sich selbst. Ja. Ein paar Sachen muss ich auch zweimal machen, weil wurde ich plötzlich umringt von 10 Zivilpolizisten und die haben dann jedes einzelne Bild gelöscht, was ich sehr nett fand. Weil ich habe gehört, die nehmen es raus und treten drauf, aber sie haben jedes angeschaut, alles gelöscht und habe ich es dann heimlich irgendwie, wenn ich mal es kann, nochmal hingegangen. Das Gleiche war, es war schon erstens nicht zu finden, unbekannt und verboten. Das war nicht so leicht. Also die Frage, die Recherche war schwierig. Also fotografieren ging, aber Filmen dauert ein bisschen Zeit und man muss ja auch schauen, dass das Gebäude ein bisschen sichtbar ist und nicht zu viel Leben. Also praktisch nicht wie ein Dokumentarfilm vorgehen, wo man was sieht, sondern es möglichst, dass man sofort auf das Gebäude schaut. Und das mussten wir oft lange warten, bis das geht. Und dann waren wieder Maschinengewehre da oder sowas. Hast du das Mikrofon noch? Ja. Ja, in Russland gestaltete sich die Situation auch noch etwas komplexer. Wir hatten vorher eben mit Thomas Flier seine Recherchen durchgesprochen, hatten einige Orte, an denen wir wussten, da hat Ernst May gebaut, da gibt es Bauten, hatten ein wenig recherchiert über Google Earth, aber ja, sind auch mit Mut zur Lücke angereist und waren so ein bisschen auf das Topfschlagen angewiesen. Vor Ort begegneten wir außerdem einer Mentalität eher des Versteckens dieser Bauten. Also die Leute zeigten uns viel, waren sehr bereit, uns Architektur zu zeigen, hatten auch genaue Vorstellungen, was sie uns zeigen, aber das war nicht Mai. Also gerade in Magnitogorsk haben wir ausführlich das neue Magnitogorsk auf dem anderen Ufer des Urals gesehen und Hintergrundinformationen dazu bekommen. Aber in die Mai-Siedlung selber, da mussten wir immer insistieren, um da nochmal hinzufahren. Auch weil der Ruf dieser Mai-Siedlung nicht gut war. Und an anderen Stellen war es auch wirklich Glück. Also gerade diese Schule in Nizhny Novgorod von Wilhelm Schütte, die Sie gesehen haben, war einfach Glück, dass wir sie gefunden haben. Also wir kannten sie von Fotos, aber hatten keine genauere Angabe der Straße und haben sie einfach im Vorübergehen gefunden. Und so war es häufiger in Russland.
zu der Situation. Es war ähnlich wie in der Ukraine, dass es relativ angespannt war. Wir waren dort 2014 im April, das heißt, die Ukraine-Krise hatte gerade begonnen und das war auch ein Thema, was uns begleitete. Also auch dort waren wir ohne Drehgenehmigung und wir wurden selten zu unserem Film gefragt, aber immer zu unserer Position zum Ukraine-Konflikt. Ergänzung, ja, wir mussten die suchen, uns wurden schon die Häuser freundlich gezeigt, aber nicht Mai. Das war für die überhaupt keine Vorstellung und die konnten das nicht unterscheiden, die, was wir da suchen. Ja, das, sie haben immer wieder was gezeigt, das ist schön, aber Mai, die Unterscheidung hatten die auch nicht, diese Architekturstile, und das war für sie überhaupt kein Stil. Und wir sind einfach in eine Straßenbahn gestiegen und sind oft stundenlang gefahren und haben aus dem Fenster geguckt und wenn man gemacht hat, das könnte sein, und haben mit, dann sind wir raus. Das war eine Blindsuche, wie du sagst, Topfschlagen oder so. Darf ich eine Frage stellen? Dann war ja ganz verblüffend an einer Stelle zu sehen, dass es eine Tafel gab mit Bildern, die dann auch auf die Geschichte Mais in Frankfurt hinwies. Was war da der Hintergrund? Ja, das war ein Lichtblick, das war in Nowokuznetsk. Da gibt es tatsächlich eine Art sibirische Ernst-Mai-Gesellschaft. Also ganz kurz gegründet, vor kurzem gegründet, hat die sich zur Aufgabe gemacht, das bauliche Erbe Mais in Nowokuznetsk zu erhalten. Und man sah ja auch diese Sanierungsmaßnahmen im Film, das ist eben von dieser Gesellschaft und ihrem Vorsitzenden, der uns da empfangen hat, angestoßen worden, ist aber alles auch noch sehr im Anfang. Beispielsweise wurden wir gefragt, was wir denn von diesen stalinistischen Umgestaltungen der Maibauten hielten und wie man aus Sicht des Denkmalschutzes damit umgehen sollte. Also die Sichtweise des des Vorsitzenden der russischen Ernst-Mai-Gesellschaft war, es alles abzuschlagen und wieder in den Urzustand zurückzuversetzen. Und ja, unser Einwand, dass man es auch etwas behutsamer machen könnte und auch diese stalinistische Umgestaltung irgendwie konservieren müsste, das stieß auf etwas irritierte Ohren. Eine Frage, Sie zeigen die Frankfurter Projekte oder die revolutionären sowjetischen Projekte und die poetischen afrikanischen Projekte. Warum endet der Film? Und Sie zeigen nicht zum Beispiel Fanful in Berlin, so eine der ersten noch gesamtdeutschen Konzeptionen, die Mai, glaube ich, noch als gesamtdeutschen Wettbewerb konzipiert hat, wo auch das elementierte Bauen, das noch hier in das Plattenbau Wesen übergegangen ist, eine große Rolle gespielt hat. Und dann natürlich, ich meine, da sind Sie ganz sicher, da werden Sie nicht mit der MP empfangen, Kranichstein-Darmstadt, auch ja ein Großprojekt. Zeigen Sie das, weil Sie das etwas weniger poetisch finden, wie die vorherigen Projekte? Warum werden die nicht gezeigt? Ich finde, das gehört eigentlich auch mit zu dem Lebenswerk. Gehört auf jeden Fall dazu, aber wir haben uns entschieden, nur diese drei Kontinente zu nehmen. Es gibt noch eine Zeit vorher, die auch in Schlesien, das sind auch sehr interessante Sachen. Und nachher hat er so viel gebaut wie nie, ja, nach dem Krieg. Das ist ja auch ein Film für sich, aber ich glaube, der war ja so schon lang genug. Und wir fanden, das könnte man noch sehen. Aber Afrika und Russland würde man auch als Tourist wahrscheinlich nie finden. Also das ist eine filmische Aufgabe, etwas zu zeigen, was man sonst nicht sehen könnte. Und Frankfurt war schon die Folie, auf der man seine Ideen nur verstehen kann. Also das kann man in Russland nicht nachvollziehen, in Afrika auch nicht, aber wenn man Frankfurt gesehen hat, dann sieht man, was er für eine extrem moderne und für damalige Zeit einfach klare Vorstellung hat, wie soziale Leben organisiert werden könnte. Architektur als eine soziale Organisation des gesamten Lebens, als Erneuerung des Lebens. Und Frankfurt muss man deshalb zeigen, dass man versteht, wer Mai ist. Ich würde gern einen Nachkriegs-Mai-Film machen. Ja, eine grundsätzliche Frage an Sie als Filmemacher. Sie haben ja, bevor der Film gezeigt wurde, gesagt, dass Architektur kein attraktives Sujet ist für den Film, filmig darzustellen. Und
Nun dachte ich mir, als dann der Film lief, dass doch sehr viel Sprache und Text informativ durchgehend den Film begleitet hat. Wäre es nicht im Sinne einer filmischen Visualisierung der Architektur auch mal interessanter gewesen, oder ich weiß nicht, wie andere von Ihren Filmen sind, mehr die Bilder sprechen zu lassen? Ohne Kommentar. Ja. Also nicht durchgehend, ich rede nur von, Sie hatten so Momente, also im Sinne des ethnografischen Films vielleicht auch die Kamera als Forschungsinstrument begreifen und einfach bei ein paar Gebäuden war der Kommentar mal weg und es hat einen anderen Eindruck und sah dem vielleicht etwas mehr Platz ein. Das ist gar nicht als Kritik gemeint, sondern nur als Frage, wie Sie dazu stehen als Filmemacher. Ich stehe so dazu, dass ich liebend gerne keinen Kommentar mache und ich habe auch viele Filme gemacht ohne Kommentar und das ist, was alle Dokumentarfilme wollen, dass die Situation, die Handlungen selber sprechen und wir nichts sagen müssen. Aber wenn man hier mal anfängt, fragt man sich, warum sagt er jetzt nichts mehr? Also wenn man das praktisch muss man durchgehend reden und dann ist es auch sehr komplizierte Inhalte. Wenn man also von Architektur nichts versteht und was der normale Mensch ja nicht tut, also von Stadtplanung, glaube ich, dann sagt er, warum zeigt er mir jetzt dieses Haus? Ich kann es nicht einordnen. Also das war so meine Einschätzung, dass vielleicht der Zuschauer die Hilfe braucht und man könnte vielleicht zwei Fassungen machen, eine für Sie, ja, und eine für. Also ich meine, das ist auch völlig unpolemisch oder so, einfach, es ist ein ewiger Kampf gegen diesen verdammten Kommentar und ohne Kommentar, glaube ich, sind da stumme Häuser, die eben nichts sagen und nichts tun. Das ist das ganz auch ein Experiment, weil ich, wie gesagt, ich habe noch keinen Film gesehen, der so viele Häuser zeigt, einen am anderen. Und vielleicht ging es auch ohne, aber das habe ich mich nicht getraut. Ja, ursprünglich wolltest du ja eigentlich nur Ernst May zu Wort kommen lassen. Und dann hat sich aber gezeigt, dass sowohl seine Frau als auch die Haushaltshilfe wichtige Kommentare gegeben haben. Es lag daran, die haben nämlich unzählige Briefe in die Heimat geschrieben, wo sie über Ernst May und sein Leben berichtet haben. Und die sind halt von hohem Erkenntniswert. May selbst hat sich eher zurückhaltend geäußert über seine Projekte, also zumindest in Afrika. Und in Russland sind auch Briefe von seinen Kollegen erhalten, die aussagekräftig sind. Und da haben wir dann uns dann doch entschieden, die zumindest teilweise zu Wort zu kommen zu lassen. Ja, er hat auch extra nicht gesagt, was zu sagen wäre, weil seine Modernität, hat er gedacht, die kommt schlecht an. Er kann die Leute nicht fragen, ich mache jetzt die Küche so klein, wollt ihr das? Hätten sie alle gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wollt ihr flache Dächer? Nein, wollen wir nicht. Wollt ihr Reihenhäuser? Nein. Sie hätten immer nein gesagt. Das heißt, deshalb konnte er auch nicht die propagieren, wie ein Corbusier oder sowas, die große Worte um das machen, sagen, wie toll, dass wir das gebaut haben. Er musste es eher sagen, verstecken, was er gemacht hat und er wollte das Leben der Leute verändern und jeder Satz ist immer ideologischer, ist auch in der Politik so, ja, oft entscheiden sich Parteien nur durch das, was sie sagen. Was sie machen, ist oft immer dasselbe und er wollte machen und keinen Widerstand durch Worte erzeugen, ja, deshalb ist das, was er sagt, nicht so spannend wie bei vielen anderen Architekten. Vielleicht ist er auch deshalb nicht so bekannt, weil er es nicht auf die große Glocke verbal gehängt hat, sondern einfach für die Leute was machen wollte. Er wollte sie zwingen, so zu leben, wie er meinte, eigentlich sehr undemokratisch, dass man leben muss. Deshalb ist sein Kommentar auch aus diesem Grund nicht ausreichend und hat auch nicht zu allem was gesagt. Man muss den Zuschauer erklären, was eine Stadtplanung ist. Das sagte er nicht, weil er redet ja nicht mit. Ja, dann macht er keinen Filmkommentar, ja. Also, das ist sicher ein großes Problem, was Sie da ansprechen, ja. Hast du mich angeschaut? Nee. Mich würde noch interessieren, was war der Anlass, dass Sie diesen Film gemacht haben? Kannten Sie Ernst May vorher schon oder wie kamen Sie dazu? Ich habe von Herrn Herrl den Auftrag gekriegt, für das May-Haus einen
kurzen Film für die Besucher über die Römerstadt zu zeigen, dass man nicht jedes Mal erklären muss, was Mai ist. Dann können die reingehen, sehen einen 12-minütigen Film und dort wird gezeigt, wie so ein Museumsfilm. Und da kam ich auf die Idee und da sagte er, oh, der hat so viel mehr gemacht, hat nicht nur einen Stadtteil gemacht, sondern 28 in Frankfurt. Und dann hat er, das denke ich schon, der Architekt, der am meisten gebaut hat überhaupt in seiner, also niemand hat bis zu seinem, ist er 1970 so viele Häuser gebaut auf der Welt wie er. Es ist eines der produktivsten, größten Architekten, Qualität mal Geschmackssache. Man kann nicht nur einen Film von einem ganz kleinen Stadtteil, der vielleicht ein Promille seiner Arbeit ausmacht. Und ja, haben wir gesucht, vielleicht hessische Filmförderung und so weiter. Es war der erste Anlass, sagte, man könnte es versuchen, auch in andere Länder zu fahren. Und Sachen, die man, auch die Leute, die Mai kennen, kennen doch nicht diese nie gesehenen afrikanischen und russischen Sachen. Das war das Motiv. Diesen 12-minütigen Film, den Otto Schweizer eben angesprochen hat, den könnt ihr sich im Ernst-Mai-Haus anschauen. Den gibt es auch schon auf DVD. Werden die Erkenntnisse nochmal so im Buch irgendwie zusammengefasst? Weil da sind jetzt neue Entdeckungen auch dabei, die so auch gar nicht publiziert sind. Es sind zumindest, was Afrika anbelangt, keine neuen Entdeckungen. Die sind schon in einer Publikation zusammengefasst und wurden 2001 im Deutschen Architekturmuseum gezeigt in einer Ausstellung Ernst Mai in Afrika. Und dazu gibt es auch einen Katalog. Und die russischen Arbeiten wurden 2011 in der großen Mai-Retrospektive ebenfalls im Architekturmuseum gezeigt, von Thomas Fliehl bearbeitet, den wir auch erwähnt haben. Ein paar neue, ja, sag du noch was zu Russland. Genau. Ja, dazu ist 2014 auch von Thomas Fliehl ediert das Buch Standardstädte erschienen, was eben sehr viele der Texte, aus denen ja auch zitiert wurde, von Ernst Mai selbst und seinen Kollegen aus der Sowjetunion eben edierte. Und im letzten Jahr wurde ein Buch von zwei russischen Kollegen, Marc Mirovich und Alexandra Konischeva, ins Deutsche übertragen, die eben die ja sehr detaillierte Planungsgeschichte von Magnitogorsk monografisch untersucht haben. Das heißt linkes Ufer, rechtes Ufer. Richtig, das sollte man sagen. Weil das war die große Diskussion. Ich hoffe, das ist im Film auch rausgekommen. Ja, kleiner Zusatzkommentar nur noch. Sie müssen alle noch sparen für ein Buch, was Herr Reinsberg noch schreibt. Das sollten Sie vielleicht dann doch noch ergänzen. Er promoviert ja in absehbarer Zeit über dieses Thema. Insofern wäre es sinnvoll, wenn Sie vielleicht noch einen Satz auch zur Kritik an der Person Mai noch ergänzen könnten. Der Film ist wunderbar gewesen aus meiner Sicht. Ihm fehlte nur gewissermaßen gelegentlich ein Unterkommentar, was die politische Haltung zum Beispiel von Mai zu verschiedenen politischen Systemen angeht. Das haben Sie mal angedeutet. Man könnte sich da ein bisschen mehr erhoffen. Ja, das ist dann nochmal ein anderes Projekt. Ich promoviere an der Frankfurter Universität bei Professor Cornelissen zum Exil des neuen Frankfurt und untersuche vor diesem Hintergrund eben Ernst Mai und drei weitere Architekten des neuen Frankfurts auf ihren Kulturtransfer hin. Also was wurde vom neuen Frankfurt in diese kulturellen Kosmen, in diesem Fall eben die drei Kontinente, versetzt, was wurde transferiert und das natürlich auch in einer kritischeren Weise, als es ein solcher Film vermag. Das liegt aber natürlich im Medium hier geschuldet. Durchaus gibt es da einiges zur Kritik zu sagen, gerade in Afrika, wo Ernst Mai mit der Kolonialmacht zusammenarbeitet und in seinem Menschenbild dann doch sich sehr den rassistischen Gesichtspunkten der Kolonialmacht, der britischen Kolonialmacht anerkennt und eine Planung umsetzt, die natürlich ganz anders ist als das neue Frankfurt, aber auch immer in ihrer Zeit zu verstehen ist. Große Entwicklung in Afrika durchgemacht. Man darf das nicht aus heutiger Sicht sehen. Die haben am Anfang auch immer noch Neger gesagt, auch seine Frau und so weiter. Das war einfach
was wir heute, habe ich ja kurz mal erwähnt, man konnte nicht anders über Rassismus denken, hat niemand gedacht, das kam dann mit Frantz Fanon und so weiter, fing es an, dass wir auch in Europa uns getraut haben, diese Vorurteile gegen uns selbst auch zu überwinden. Ja, das muss man, 30er Jahre war das einfach so. Und er hat dann gegen Ende diese Worte nicht mehr gebraucht und ich glaube, war schon eine kleine Entwicklung drin, aber er war nicht rassistischer als alle anderen damals waren, sagen wir so. Nein. Ja. Das ist völlig richtig, das sage ich. Man muss es in seiner Zeit verstehen. Es ist nur eine ganz andere Planaufgabe. Und es werden Versatzstücke dieses neuen Frankfurt in einen anderen kulturellen Kontext transferiert. Aber es werden auch Dinge angenommen, die fundamental entgegengesetzt sind. Natürlich immer in ihrer Zeit zu verstehen, aber eben auch in dem Kontext des Empfängerlandes zu verstehen. Und ja, dieser kritischen Untersuchung werde ich mich dann meiner Dissertation widmen. Ach, vielleicht noch eine Information, obwohl Sie haben ja nun heute den Film gesehen, aber wenn Sie Lust haben, ihn ein zweites Mal zu sehen, er wird am 18. August im Kino des Naxos-Theaters gezeigt. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie nochmal. Ist auch dort eine Gesprächsmöglichkeit. Und draußen gibt es noch ein Gläschen Wein und Brezeln. Ja. Okay.